4 Siege aus den letzten 5 Ligaspielen. Dieser Herbst gefällt Pele Wollitz, seine Mannschaft gut in Form und natürlich klarer Favorit beim Tabellenvorletzten bei TB Berlin. Und dieser Rolle wollen sie früh gerecht werden. Und das klappt auch. Osterhellweg mit einem super Freistoß in der 12. Spielminute. Das 1:0 durch den Neuzugang aus Jena. Der 32-Jährige schnibbelt den Ball um die Mauer. Albers im Tor ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Cottbus geht die Sache sehr seriös an und TB ist hinten permanent unter Dauerdruck und hat Glück, dass Kujovic nach 26 Minuten mit feinem Kopfball nur die Latte trifft. Einbahnstraßenfußball im Mommsenstadion in Durchgang 1 und auch in Hälfte 2. Immer wieder ist es auch Hottmann, der es probiert, der Mittelstürmer, bislang aber glücklos im Abschluss in dieser Partie. Von TB kommt offensiv nix. Die schwächste Abwehr der Liga hat einfach viel zu viel Gegenwind von Energie. Der pfeilschnelle Bordeaux und dann ist es passiert. Wehling mit dem 2:0 nach 54 Minuten. Der 25-Jährige mit seinem 5. Saisontor. 4 Brüder hat er auch noch und alle sind im Fußball unterwegs. Wehling mit der Vorentscheidung. Cottbus macht das stark, aber dann ist erstmal nicht mehr an Fußball zu denken, denn TBs Innenverteidiger Lukas Bär liegt am Boden und muss behandelt werden. Und zwar nicht nur kurz, denn es muss auch der Rettungswagen kommen. Minutenlang bange Blicke. Der Unparteiische bittet dann beide Mannschaften in die Kabine. Das Spiel ist eine halbe Stunde unterbrochen. Bär wird ins Krankenhaus gebracht zu weiteren Untersuchungen. Das sah überhaupt nicht gut aus. Es kann dann aber nach 30 Minuten wieder Fußball gespielt werden. Natürlich alles andere als einfach für den Kopf. Aber TB geht gut mit dieser schwierigen Situation um. Ameti prüft mal den Cottbuser Schlussmann Bethke. Das ist vom Kellerkind aber nur ein kurzes Strohfeuer, dann geht es sofort wieder in die andere Richtung. 68. Minute, Hortmann vorbei an Albers, der kommt zu spät aus seinem Kasten und Schiedsrichter Markov schickt ihn mit glatt rot runter. Das ist schon eine vertretbare Entscheidung. Albers, der 20-Jährige, schon zum zweiten Mal, dass er in dieser Saison vom Platz fliegt, kommt hier einfach zu spät und fährt auch noch das Bein aus. Ja, für TB ist es hart, aber ich bleib dabei. Diese rote Karte kann man geben. Es kommt immer knüppeldicker für TB. 72. Minute, Hasse mit dem 13er. Cottbus gnadenlos. Und Melvin Williams, der Ersatztorwart, geschlagen. Aber dieses schreckliche Spiel aus Berliner Sicht ist noch nicht vorbei. Denn Oschmann zieht auch noch den Platzverweis nach schwerem Foulspiel. Gelb-Rot, also 11 gegen 9 und Ali Albu Alpha mit dem Schlusspunkt in der 83. Spielminute. Das 4:0 für Energie Cottbus, standesgemäßer Erfolg nach einem verrückten Fußballspiel. Energie klettert durch das 4:0 auf Platz 2. Aber die wichtigste Nachricht des Tages, Lukas Bär ist ansprechbar und erste Untersuchungen im Krankenhaus haben zum Glück nichts Schlimmeres ergeben. Also der miese Tag für Tennis Borussia Berlin mit einem Mini-Happy End.